Hallihallo, liebe Magenta-Sportfans da draußen. Herzlich willkommen zur neuen Kühlbox-Live-Episode. Und ich befinde mich heute im wunderschönen, aber brutal verregneten Krefeld. Ja, so schaut es nämlich aus. Ich treffe mich heute mit zwei Krefeld-Pinguinspielern. Und ich habe hier auch einen wunderschönen Regenschirm in der Hand und bin irgendwo mittendrin in der City von Krefeld. Und wir treffen uns heute mit Martin Schimanski und Daniel Pieter. Genau. Fragt mich bitte nicht, oh, jetzt geht das Licht auch noch aus. Wunderbar, das war eigentlich anders geplant. Jetzt geht es wieder an. Sehr gut. Krefeld erhört mich. Genau, also ich bin irgendwo mitten in Krefeld. Fragt mich bitte nicht wo, wie die Straße heißt. Keine Ahnung. Und eigentlich sollte hier bald jemand kommen und mich abholen, weil ihr seht selber, es ist brutal verregnet. Wo sind wir denn? Schauen wir mal. Vielleicht kommt da irgendwo jemand und holt mich ab. Ah, haben wir da jemanden? Da haben wir ihn ja. Hier, hallo. Ja, hi, servus. Schimmi, wie geht's dir? Bist du im Trockenen? Ja. Ja? Ja. Warte mal, ich habe ja mein wunderschönes Teil. Jetzt da. Ah, da bist du ja. Ja. Schimmi, darf ich bei dir mitfahren bitte, weil es regnet in Strömen. Ja? Was mache ich jetzt mit meinem Schirm? Jetzt warte mal, halte mal durch, da ist das Teil. So, warte. Oh, super Wetter. Ja, willkommen in Krefeld. Ja, warte mal. So, jetzt müssen wir das hier so drehen. Warte. Oh Gott. Warte, hier können wir drehen. Hier, jetzt da. Hallo. Hallo. Jetzt da, gescheit noch. Grüß dich. Schimmi, danke, dass du mich hier abgeholt hast im verregneten Krefeld. Kein Problem. Das Wetter ist ja überragend. Ja. Nicht mein Fall. Nicht dein Fall. Nee. Du, ich habe die Eishockey-Fans da draußen schon erzählt. Wir holen jetzt noch dein Buddy ab, oder? Ja, auf jeden Fall. Daniel Pieter, würde ich sagen. Natürlich. Das wohnt der in der Nähe irgendwo, oder? Ganz zufällig hier um die Ecke. Ganz echt jetzt? Ja. Super. Als ob wir es geplant hätten. Richtig. Haben wir aber nicht. Ich muss dich offiziell darauf hinweisen, dass du bitte aufpassen sollst, immer dem Straßenverkehr folgen sollst und dich nicht von mir, wie sagt man? Ablenken lassen? Ablenken lässt, genau. Nein, das mache ich nicht. So. Ich bin guter Fahrer. Sehr gut. Und wir fahren jetzt zu Daniel Pieter. Und ich hoffe, ist da der Herr Pieter? So, hier wohnt er. Hier wohnt er? Ja. Oh. Ich hub mal, weil bei dem Wetter brauchen wir nicht rausgehen. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Herr Pieter! Hallo! Herr Pieter, kommen Sie doch rein in die warme Stube. Scheißwetter. Hallo. Toll. Schönes Haus. Sehr schönes Haus. Grüß dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Daniel. Ja. Die drei von der Tankstelle. Ich schnall mich besser an. Ja, schnall dich lieber an. Schimmel fährt. Ja. Jungs, wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht's? Ja, super. Ja? Außer Wetter. Ja, außer das Wetter. Ich dachte mir, ich möchte mal kulinarisch verwöhnt werden in Krefeld. Habt ihr da eventuell für mich irgendeinen Geheimtipp, wo wir hinfahren könnten? Ja, ich glaube, die Currywurstbude beim Hornbach ist, glaube ich, echt super. Currywurstbude beim Hornbach? Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Die haben super Currywurst. Ja. Aber ihr wolltet mich doch kulinarisch verwöhnen, oder? Ja, hallo, du bist hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Du musst lauter reden. Ja, die Currywurst im Pott ist, glaube ich, das, was in Bayern... die Weißwurst. Bayern, die Weißwurst oder die... Ja, ich dachte, ihr führt mich jetzt zu irgendeinem Top-Italiener aus. Habt nichts gegessen. So viel Zeit haben wir noch. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Okay, das heißt, wir fahren jetzt zum Currywurstessen zum Hornbach. Auch mit Pommes aber, ne? Ja, eigentlich esse ich keine Pommes. Ja, die sind aber gut, muss man mal probieren. Okay. Gut, wo sind wir denn eigentlich genau hier, wenn ich fragen darf? Also wie heißt dieser Ortsteil? Krefeld-Hüls, das ist
glaube nördlich von Krefeld, von der Innenstadt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch westlich ist. Keine Ahnung. Okay. Das war sehr schön, sehr ruhig. Ich nehme mal die Fans hier mit, dass die wissen, wo wir sind. So, so schaut's aus in Krefeld. Ja, wie fühlt es euch denn wohl in Krefeld? Beide ja schon einige Jahre. Lebt ihr hier? Schöne Stadt? Ich sag mal, in der Heimat fühlt man sich immer wohl, ne? Ist besser, als wenn man irgendwo spielt, wo man weit weg ist von zu Hause. Hier hat man auch seine Freunde, alles um die Ecke. Übrigens, hier kommt ein sehr guter Grieche. Oh, warum gehen wir da nicht hin? Zu teuer. Nee, das überhaupt nicht bei ihm. Aber, wo ist der da? Ja, genau der hier. Okay. Schöne Grüße an Manu auch. An Manu? Wer ist der Manu? Ja, der ist der Chef da. Aber gehen wir doch zum Griechen. Ich hätte eigentlich auf Grieche auch Bock. Möchtest du zum Griechen? Nein, ich hätte nur gedacht. Aber wenn der Schimmi sagt, das ist ein guter Grieche, was isst du da immer beim Griechen? Gyros, ne? Wenn Gyros? Du zum Griechen gehst, immer Gyros. Daniel, was isst du beim Griechen? Gyrosplatte. Gyrosplatte? Ja. Sehr gut. Viel Fleisch. Viel Fleisch. Ich bin da tatsächlich das allererste Mal länger als nur wie für ein Spiel in Krefeld. Als aktiver Spieler bin ich hergekommen, ja. Bus ausgestiegen, in die Arena, gespielt und wieder heimgefahren. Ja, damals bist du auch nicht einen Tag vorher gekommen, ne? Am Spieltag. Na, einen Tag vorher. Wir haben nie in Krefeld geschlafen. Na. Ja, gut, dann gehen wir. Du hast aber auch nicht so viel verpasst. Nein. Wie lange lebt ihr beide schon in Krefeld? Jimmy, wie lange bist du schon in Krefeld? Warte mal ganz kurz, wo ist das hier, wo ich rechts fahren muss, PC? Ja, haben wir uns verfahren vielleicht? Nee, noch nein, nicht. Noch nicht. Jimmy ist so ein guter Autofahrer. Hat er selber schon gesagt, dass er ein guter Autofahrer ist? Schläft zweimal ein. Also ich bin in Duisburg geboren, ja? Ne, und habe im Nachwuchs in Krefeld gespielt. War dann ein paar Jahre weg. Und seit 2012 mit Wohnung natürlich auch in Krefeld dann. Also dann wohne ich komplett hier. Vorher habe ich im Nachwuchs in Duisburg immer hin und her gependelt. Öfters am Wochenende mal beim Daniel geschlafen. Beim Daniel geschlafen? Ja. Das ist ja, wir haben ja immer Samstag, Sonntag war immer Spiel, ne? DNL und dann aha. Samstag war abends. Nachmittags gespielt und sonntags. Ja, genau. So, und da mussten meine Eltern nicht immer hin und her fahren, dann habe ich hier geschlafen. In der Kühlbox, Jimmy, hat mir jemand gesagt, dass du sehr laut schnarchst. Ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es kann hin und wieder mal passieren, dass ich da mal am Sägen bin, aber. Ja, das Schnarchen ist nicht das Problem, das Reden. Das Reden. Stimmt, du redest ja, immer auf ja, Nacht, gell? Ja, oh. Ja, das hat. Ja. Was redest du dann? Das. Verschiedene Sachen wahrscheinlich. Mhm. Aber das Problem ist, ne, und da muss ich nochmal klarstellen: der Kollege hier hinter mir, wir sind ja Zimmerkollegen, ja. Ne, und der ist dann nachts, dann tut er mal seinen Arm rüber und. Moment, du musst recht. Ja, weiß ich. Dann tut er mal seinen Arm rüber oder nimmt meine Decke weg. Weißt der du, Daniel? Ja, genau. Das hat er aber da nicht gesagt. Ne? Ich hab das nee, auch hat er nicht gesagt. Dadurch, dass ich ja verletzt bin und die Spiele auch dann bei Magenta gucke ja. Und das dann auch sehe, was in der Drittelpause ist, was der da gesagt hat, ne? Ja. Hab ich mir auch gedacht, was erzählt denn der da? Da kann haben sie sich in ein ganz, ganz schlechtes Licht gebracht, gell, die Jungs? Ja. Jetzt musst du links. Jetzt muss ich links. Es regnet in Strömen. Hier, also. Zuschauer zu Hause, wo fahren denn wir hin? Jungs, ich wollte eigentlich schön essen gehen mit euch. Ja, warte doch mal ab. Und wir fahren jetzt hier irgendwie ins allerletzte Hinterstübchen. Du wolltest ja die schönen Ecken von Krefeld kennenlernen. Oder? Ja, ich wollte die schönen Ecken kennenlernen, aber. Wo ist denn hier was? Hallo? Kommt sofort. Kommt hier noch irgendwie ihr Königus? Das ist ein bisschen Industriegebiet. Ich habe langsam Angst, dass ihr mich entführt. Ja, aus Krefeld kommst du nicht mehr raus. Gut. Aber wir gehen schon noch was essen, haben wir gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, naja, also du, wir wollen klarstellen, Daniel ist auch sehr nachtaktiv. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du uns bestätigen. Ja. Daniel, du kannst dich zu deiner Verteidigung in einem Satz nochmal kurz dazu äußern. Sag halt nicht. Nee, muss ich nicht. Alles gut. Musst du nicht? Nee. Also, gibt's nichts zum... Vorsicht, rechts vor links, oder? Ja, hab ich ja gesehen. Okay, geht gut. Nicht, dass wir jetzt hier noch live einen Unfall bauen, das wäre natürlich super geil. gut, also dann gehen wir jetzt zum Currywurst essen. Wir wollen mal hier auf ein paar Fanfragen eingehen. Warte mal, mein Gimbal ist schief. Warte, was haben wir hier?
Ach ja, Grüße aus Straubing. Wo war die Frage? Was sagen die Jungs zur Demo von uns Fans gestern? Würde mich mal interessieren. Mara Pompetzki. Na, wo fahren wir denn jetzt hin, ja, Leute? Ihr seid doch jetzt nicht ganz sauber. Ja, wir haben ja jetzt nicht so viel davon mitbekommen. Hallo. Ich will doch hier nichts ein. Wo gibt's denn was zum Essen? Da, die Grillbar. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Wir gehen da jetzt zum Essen in die Grillbar, ja, vorm Hornbach. 100%. Ach komm, Leute. Nicht weit von der Eishalle weg. Also ich wollte mal gucken, ob man da vorparken kann, dann müssen wir hier nicht durch den Regen laufen. Also, ihr seid ja. Boah. Halt die fest. Ja. ist es jetzt Spaß oder ernst? Ihr könnt es jetzt auflösen, weil wir sind ja live. Ist es jetzt echt ernst? Dass wir jetzt hier essen gehen. Zur Grillbar vorm Hornbach. Da. Hier gehen wir jetzt essen. Jetzt warte mal. Guck mal, kannst du mal filmen? Da. Ach komm jetzt. Ich dachte, wir gehen gesund essen. Nee, hier kannst du nicht fahren. Oh je. Okay, ja. Da plant man einmal nicht alles selbst und dann. Nee, auch nicht, ne? Nein, ich glaube, das ist ein Behindertenparkplatz. Ja. Wo ist denn immer was frei hier immer? Ja, anscheinend gehen alle in Krefeld zum Hornbach. Ich weiß nicht, oder? Ah, zum Imbiss, ja. Vielleicht wissen die alle, dass ihr jetzt hier gleich dort sein werdet. Den hier. Und. Noch ein bisschen näher ran. Es wackelt auch brutal. Was wackelt hier? Na, deine Fahrweise. Dieses Vor- und Gewackle immer. Ist es eine Automatik, ja? Ja. Ja, gut. Okay, dann, ihr meint das ernst? Ja, 100%. Ja. Ist doch gutes so, Essen. Fanfrage noch. Ja? Ja, wir haben ja nicht so viel davon mitbekommen. Aber so die Bilder und so weiter, das war schon beeindruckend zu sehen, was die Fans versuchen, auf die Beine zu stellen, damit gewisse Leute. Merken, wie viel Eishockey Krefeld bedeutet. Und, man muss ja auch dazu sagen, da war ja gestern ein richtiger Fanmarsch, gell, vor dieser, genau, Partie. Wie viele Fans haben da mitgemacht? Wisst ihr das circa? Gelesen habe ich 1000. 1000? Ja. Und die sind dann von der Stadtmitte aus zur Arena gegangen? Ja. Genau, vom Rathaus aus. Und haben ein bisschen Rambazamba gemacht. Genau. Richtig. Sehr gut. Eishockey ein bisschen präsentiert. Also die Fans. Wir gehen jetzt noch näher drauf ein. Könnte mir jemand bitte mit Regenschirm wie der Queen sozusagen. Das macht mein Assistent da hinten. Das macht der Assistent, genau. Herr Pieter, könnten Sie mir die Tür aufmachen mit dem Regenschirm, damit die Kamera nicht nass wird? Regenschirm hier mit rausmachen. Der Regenschirm. So, also Eishockey-Fans, ich werde der. Danke. Nicht ihn, mich! Ja, der kommt herum jetzt. Ja, also. Herr Pieter macht mir jetzt die Tür auf freundlicherweise und der Schirm. Das ist schön. So stelle ich mir das vor. Toll. Danke. Super. Sehr schön. Das war schon immer mein Traum, dass der Herr Pieter mein Schirmlanger ist. Gut, also dann gehen wir jetzt Gourmet. Also ihr seid echt Wahnsinn. Ich habe gesagt, kulinarischer Genuss. Was heißt denn kulinarisch? Ich weiß, ja. Das steht doch drauf, weil es besser schmeckt. Dann isst man mal dann. Ja, ich habe einfach was anderes erwartet. Pass auf, Pütze. Pfütze, sehr gut. Gut, also jetzt sind wir hier bei diesem Hornbach. Oh, super, Schuh ist nass. So, das muss ich euch zeigen. Hier, da sind wir jetzt. Schimmi ist da, jetzt bleibt immer ein bisschen im Regen stehen. Genau, sehr schön. Danke für die. Wäre ich eigentlich eingeladen oder? Nein, ich muss zahlen. Jetzt sind wir da. Das darf ja nicht wahr sein. Guck mal, ist überdacht. Hallo, grüß Gott. Also ist ja sogar überdacht, Wahnsinn. Den Schirm, ist es schon mal mit Licht? Ach toll. Könntest du den Schirm nur mal zumachen, bitte? Aber stell dich nicht in die Ecke, ne? Sonst hast du wieder. Also, wir sind hier, Fans zu Hause. Schön in der Pfütze drin, aber da stelle ich mich nicht hin. Okay, dann wollen wir was bestellen. Ich bin irritiert. Hallo, servus. Servus. Ja, der erste Fan haben wir auch schon da. Wer bist du? Ich bin der Sven. Der Sven? Ich arbeite da drüben, aber man kriegt alles mit. Sehr gut, sehr gut. Man kriegt alles mit. Wirklich, funktioniert. Sehr gut. Klasse. Wir gehen jetzt nämlich schön Currywurst essen. Das ist gut. Das ist gut, ne? Nach dem gestrigen Arbeitssieg
ist das. Warst du gestern in der Arena? Nee, ich hab's aber in der Wiederholung leider noch Magenta gesehen. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Auch wichtig. Auch, dann geh wieder rein, bevor es dir pitch nass wird. Ist egal. Ciao. Danke. Okay. So. Grüß Gott, die Damen. Hallo. Schönen guten Tag. Also, was wollt ihr essen? Ich lade euch ein. Du lädst uns jetzt ein. Ich lade euch ein. Ja, ich lasse euch krachen. Super. Was wollt ihr? Ja, das Übliche, ne? Doppelte Currywurst, Pommes, Doppel Mayo. Ist das üblich? Ja, bei uns ja. Ist das üblich? Ich möchte, Laurin Braun schaut übrigens zu. Ein bisschen warten, ja? Ein bisschen warten? Okay. Okay. Was können Sie uns empfehlen? Currywurst. Ist es die beste? Wurde mir gesagt. Ja klar, das ist die beste. Das ist die Kotaska Bratwurst. Wie bitte, was ist das für eine? Kotaska. Ach, Mario Kotaska, okay. Ach, das ist euer Sternekoch. Da bist du ja kulinarisch. Sehr gut, genau das wollen wir. Sehr gut, wunderbar. Na, ich esse ja auch sehr gerne Currywurst. Muss ich wirklich sagen. Ja. Bratwurst oder Adler? Nee, mit Bratwurst, bitte. Okay, ja, ich esse auch das, was die Jungs essen. Ich esse doppelt, hab's verstanden. Esst ihr zwei? Doppelt für Currywurst, ne? Ich möchte eine Wurst, bitte. Okay, also, bestellt haben wir, dann lassen wir hier wieder... Ja, mit Getränke. Dann machen wir die kompletten Menüs. Genau. Machen wir komplett. Das ist günstiger. Okay, was kostet ein Menü, wenn ich fragen darf? 7 Euro. Ja, super, wunderbar. Ja. Klasse, danke schön. Machen wir dreimal. Danke. Ja, aber die haben ja doppelt. Also was sagst du? Alles gut, okay. Ja. War das denn? Ist Selfie mit euch da drin, oder? Selfie mit uns drin, ja. Einmal ganz kurz. Ja, klar, es so, ist nur Kühlbox Live, mit keine Sorge. Glauben, finde ich total geil. Ja, klar, mach das. Glauben die schon. So. Komm, groß in die Mitte. Achso, so, mach doch ja. Die zwei. Ich bin ja nicht wichtig. Doch, die zwei. Doch, komm. Kühlbox ist super. Kühlbox ist super, sehr gut. Dankeschön. Ja, kein Problem. Ciao, schöne Grüße. Also, ihr werdet wirklich überall erkannt. Das ist ja in Krefeld Wahnsinn. Sogar beim Krefeld ist ja nicht groß, ne? Nein, ist nicht groß. Also, jetzt kommen wir mal wieder zur Kühlbox Live. Sehr interessant, sehr netter Mann. Habt ihr den vorher gekannt? War das geplant von euch oder? Nee, überhaupt nicht. Nein. Okay. Gut, also, nächste Frage. Schimmi, wie geht's voran? Läuft alles nach Plan? Alex Lee. Ja, also geht gut voran. Wann genau das jetzt sein wird, weiß ich nicht, aber ich denke, irgendwann jetzt im Dezember kann ich dann auch wieder mit der Mannschaft auf dem Eis stehen bei einem Spiel. Punkt. Eine Frage. Morgen ist ein wichtiger Tag für Krefeld, sagt Daniel Offermanns. Was findet morgen genau statt? Die Gesellschafterversammlung der Krefeld Pinguine. Da wird sich wahrscheinlich entscheiden, dass es weitergeht oder ob es weitergeht. Okay. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht. Ja, also ich bin relativ positiv gestimmt, was das Ganze angeht. Das habe ich auch in den Interviews in letzter Zeit immer wieder betont, weil ich halt auch schon viel mitgemacht habe in Krefeld und glaube einfach, dass Krefeld ohne Eishockey viel weniger wert wäre. Wie geht ihr denn mit dieser, ich sage mal, sehr schwierigen Situation um? Wie ist das in der Kabine? Wie kann man sich das vorstellen? Nimmt uns mal bitte kurz in eure Kabine mit. Macht man sich da tatsächlich Zukunftsängste, Zukunftsgedanken oder schirmt man das irgendwie komplett ab? Ja, auf jeden Fall am Anfang, wo das Ganze ins Rollen gekommen ist, da hat man sich schon viel Gedanken gemacht und da wurde auch viel darüber diskutiert in der Kabine. Jetzt in letzter Zeit eigentlich immer weniger. Natürlich spricht man drüber, aber jetzt wirklich Thema in letzter Zeit ist es nicht mehr. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen aktueller, wenn morgen dann die Gesellschafterversammlung war. Wie schaut es bei dir aus, Jimmy? Ja, auch so wie beim Daniel. Ich meine,
als das Thema rausgekommen ist, klar, jeder denkt darüber nach und jeder liest das dann auch, was dann in den Zeitungen steht. Aber ja, mit der Zeit erfährt man ja auch so Kleinigkeiten immer und dass es halt irgendwo auf 50-50 steht und man muss immer so ein bisschen das Positive sehen und den Leuten vertrauen, die jetzt da am Werk sind. Ja. Und für uns ist eigentlich nur wichtig, Eishockeyspiele zu gewinnen. Ja. Das, damit können wir auf uns aufmerksam machen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft jetzt in jüngster Vergangenheit gut gemacht. Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Man kann einfach nur hoffen und schauen, dass die Verantwortlichen dementsprechend positiv reagieren. Die Fans, glaube ich, kann man mal sagen, haben ihr Möglichstes getan mit ihren ganzen positiven Nebeneffekten, sage ich mal, neben dem Eis. Sowas ist, glaube ich, schon auf dem Eis spürbar, oder? Wenn da die das Feedback so groß ist und wenn der Zusammenhalt der Fans da ist, das merkt man doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen das Spiel gegen Düsseldorf war ja bezeichnend, wie Krefeld zu Eishockey steht oder Eishockey in Krefeld angenommen wird. Nach dem Spiel gegen Ingolstadt zu Hause, wo wir wirklich unter aller Kanone gespielt haben, ja. Dass dann die Halle voll ist, ausverkauft, dass wir so unterstützt werden, selbst nachdem wir das 1-0 kassiert haben, die Fans standen hinter uns. Ja, das zeigt einfach einmal mehr, dass Eishockey in Krefeld ja, das Wichtigste ist. Wir haben da eine Frage reinbekommen von Michael. So viele Fragen. Was haltet ihr jetzt noch von Ponomarev? Fragt Michael Scheithauer. Gibt es da was zum Sagen oder lässt man das einfach mal so stehen? Oder wie geht ihr mit diesem Namen, mit dem Thema um? Ich glaube einfach jedes Wort, was man über ihn sagt, jetzt ist ein Wort zu viel. Ich glaube, er hat jetzt nicht wirklich was für Eishockey in Krefeld getan. Groß angekündigt, aber im Endeffekt nichts gehalten. Und ja. Lass mal einfach so stehen und gucken, was jetzt dann morgen oder in nächster Zeit dann dabei rauskommt. Die Zukunft wird es hoffentlich positiv bringen, sagen wir mal so. Es kommen hier so viele Fragen reingeflattert. Ich gebe jetzt einfach mal weiter an euch. Manuel Schettino, wenn ihr keine Eishockey-Profis geworden wärt, dann wärt ihr jetzt, Schimmi, du lachst ja, schon? Auf dem Bau. Schimmi wäre auf dem Bau. Glaube ich mal. Was wärst du? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wollte immer Bankkaufmann werden, weil ich mit Zahlen eigentlich ganz gut umgehen kann. Aber ja, ob ich das dann im Endeffekt geworden wäre, weiß ich nicht. Also Bankkaufmann und du auf dem Bau, Jimmy. Handwerk, irgendwie sowas. Bist du begabt? Weiß ich noch nicht. Nee. Ist er nicht begabt? Also du hättest ihn quasi nicht bestellt als Handwerker zu dir nach Hause? Nein. Nein. Das kann der so nicht sagen. Beim Umzug habe ich auch schon mal... Ne, schon ein paar Jahre her geholfen, also ohne mich wäre er aufgeschmissen gewesen, das muss ich mal sagen. Magst du dich noch dazu äußern oder lass mal wieder so stehen? Lass mal so stehen, okay. Wie schaut's mit der Currywurst aus? Wir schauen noch ein bisschen. Ja. Ist gleich soweit. Ist gleich soweit. Sehr gut, Currywurst ist gleich soweit. Was wollt ihr denn trinken? Was haben wir denn? Alles, was in Dosen ist. Cola, alles, was in Dosen. Kann ich dieses Zitrone-Lemon Bio? Ich habe gerade gesagt, alles, was in Dosen ist. Und was ist, wenn es nicht in der Dose ist? Ja, das ist toll. Aber das nehme ich trotzdem. Ja, also ihr müsst jetzt nichts in der Dose nehmen, gell, Jungs? Nur weil es günstig ist. Also. Cola Zero einmal bitte für den Herrn Pieta. Zweimal. Ist dann günstiger wahrscheinlich, zweimal. Okay, also gut. Dankeschön, sehr gut. Da haben wir unsere Getränke, sehr gut. Okay, also, weiter geht's. Wo war jetzt die nächste Frage? Gibt es hier nur schon weiter? Wollt ihr mal einen Tipp abgeben für das Spiel am Donnerstag? Mara Pompenski. Kurz und knapp. 3-1. Hauptsache wir gewinnen. Ach, das ist doch immer dieses abgelutschte Ding. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, irgendeine Zahl oder zwei. Wenn wir so spielen wie gestern im ersten Drittel, der Turtle ist im Tor, ne? Also Turtle ist glaube ich im Tor. Ja, 5-1.
5-1. Wobei, Turtle gibt es einen Trick. Nein, ich darf es nicht sagen. Stockhand halb hoch. Stockhand halb hoch. Weiter geht's. Wayne Gretzky oder Sidney Crosby? Früher Wayne Gretzky natürlich, da bin ich mit aufgewachsen. Ja. Mit Sidney Crosby habe ich aber schon mal beim Turnier in Calgary zusammengespielt und auch gegen ihn gespielt. Beides zu ihrer Zeit super Eishockeyspieler, kann man so sagen. Sidney Crosby oder Wayne Gretzky? Punkt. Wayne Gretzky. Danke. Gretzky. Bei dir geht es ja viel schneller. Herr Pieter ist eher so diplomatisch. Ja, ich habe da länger Zeit zum Überlegen hier. Ja, gut, okay, dann muss ich dich als nächstes fragen. Martin, wie war deine Zeit in Iserlohn und was war dein schönstes Erlebnis in Iserlohn? Fragt David Wasmut. Schönstes Erlebnis war, glaube ich, das erste Playoff-Spiel zu Hause gegen Frankfurt. Okay. Weil da die Halle aus allen Löchern gefallen ist. Das war unglaublich. Und die Zeit in Iserlohn, ja, die war top. Ne? Ich war jung. Ja, und was man da so als junger Spieler alles macht. Ne, ja, so. Wie alt warst du in Iserlohn? 21. Also ganz ein junger. Oh. Frisch. Sollen wir ihm helfen? Macht der Handwerker. Es ist da gerade ein Kunden. Okay, also was hier alles passiert, ist sehr interessant. Hallo. Nächste Frage. Wie seid ihr zum Eishockey gekommen? Aber jetzt kurz und knapp. Ich soll anfangen? Du musst dieses Mal anfangen, dass du nicht so viel Zeit hast zum Überlegen. Meine Cousine, die hat Eiskunstlauf gemacht. Und die Mutter von ihr, also meine Tante, ist die Schwester von meinem Vater. Cool. Und mein Vater wusste nicht, was Eishockey ist. Dann hat er gedacht, ja, dann geht er auch Schlittschuh laufen. Ja, und dann habe ich da Eishockey gesehen und so bin ich dann zum Eishockey gekommen. Aber du warst erst beim Eiskunstlauf. Richtig. Du warst erst beim Eiskunstlauf? Ja, 2 Wochen. Dann haben sie mich da aber, dann haben sie gesagt, ne, ist nichts für dich. Mit die Eiskunstlauf-Schlittschuhe? Ja, genau. Wow. Aber nicht mit einem Anzug oder so, nur mit den Schlittschuhen, ne? Also nicht den hautengen... Nein. Den hast du nicht gehabt. Nee, den ziehe ich nur zu Hause ab und zu mal an für meine Freunde. Essen ist fertig, klasse! So, jetzt da. Da haben wir Nummer 1, sehr gut. Ist der doppelt oder einfach? Das ist die Doppelte. Doppelte, okay. Die Jungs wollen doppelt. So, was haben wir jetzt genau? Die Mario Kotoska, oder? Haben wir jetzt? Kotaska. Also, was haben wir jetzt? Ist das die Doppelte? Jetzt fehlt noch meine. Jungs, ihr könnt auch hier. Hier ist gut. Hier ist super. Super. Sehr toll. Getränke haben wir auch schon. Nee, alles gut, danke schön. Wollt ihr einen Becher? Jimmy, machst du einen Becher? Nein? Dose, okay. Schaut echt sehr lecker aus. Finde ich gut. Esse ich zum ersten Mal heute in Krefeld. Die Kotaska. Gibt's nur hier. Oh, das ist meins. Das ist ihr. Sehr schön. Darf ich später zahlen? Ja. Geht Apple Pay auch? Apple Pay geht auch? Nein, geht nicht. Okay, dann machen wir Cash. Nur Bares ist Wahres. Cash in der Tasche. Machen wir so. Danke. Oder ich zahle jetzt. Schau mal her, jetzt hältst du und kannst mit den Fans ein bisschen interagieren. Okay. Und hier musst du runterscrollen für die Fragen, bitte. Ich zahle dabei alles zusammen, bitte. Wirst du dir vielleicht in der Zukunft wieder einen Hund holen? Genau. Und bitte mit Namen dann ansprechen. Einfach. Mara Popetzki. Pompetzki. Weiß ich noch nicht genau. Im Moment habe ich genug zu tun mit meinem Sohn. Jimmy, wo bist du denn hier? Super Frage, Marcel Müller! Marcel Müller, ja, hallo. Marcel Müller prägt. Kennst du ihn? Wie dreht er hier? Du musst deinen Arm richtig so rüberdrehen, genau. Und jetzt hier kannst du runter. Ah, so. Genau. Marcel Müller, voll den Kölner Haien, oder? Ich glaube, er spielt da, ja. Vielleicht noch. Wer weiß. Wie kam es zu euren Rückennummern, Martin? Mussten Marcel schon antworten? Also bei mir, bei mir kam das so, ich bin ja damals nach München gegangen und da hatten sie nur ein, so ein Ersatztrikot, das habe ich dann bekommen. Ja, und seitdem habe ich die 88. Ja, bitte.
Ja, bei mir weiß ja. Es ist mein Geburtsjahr und deswegen habe ich die 86. So, weitere Fragen. Pilz oder Alchemy? Pilz immer. Bei mir auch. Dankeschön. Danke. Jan Worringer, glaubt ihr an die Playoffs dieses Jahr? Natürlich, sonst würden wir nicht spielen. Oder was sagst du? Ja, dafür nähern wir uns auch gut hier. Aber ihr müsst ein bisschen ausführlicher schon antworten. Nicht so. Das war jetzt zu kurz. Ein bisschen. Den kennen wir ja. Achso, ihr kennt den? Ah ja, gut, dann ist okay. Würdet ihr DEG oder die Haie bevorzugen, falls in Krefeld das Licht bald ausgehen wird? Ich finde die Frage nicht korrekt, weil in Krefeld gehe ich fest davon aus, dass es weitergehen wird. Gute Antwort. Erstmal das und ja, du machst mehr, das super. Mehr sagen wir nicht dazu. Ja, erst du mal. Aber nicht das deins. Ulrike Merkentrop, Schimmi. Schön mal schöne Grüße. Schöne Grüße, Ulrike. Kennst du Ulrike? Ja, klar. Wer ist die Ulrike? Ja, die Ulrike ist ein Fan vom KLV, aber ich meine, wenn du schon 8 Jahre hier spielst, dann kennt man viele Leute. Mir wird auch gesagt, du bist auch ein bisschen so der Bürgermeister. Ich nicht, das ist der hier. Ist das? Ja, klar. Dann bist du der Bürgermeister? Ja, klar. Na, ich hab nichts zu melden. Huh? Ich habe nichts zu melden hier. Aber du kennst alle, oder? Ja gut, wenn, also, wenn jetzt da der... Wenn du dein ganzes Leben hier verbringst, dann kennt man natürlich viele und... ja, gerade im Eisstadion sieht man ja immer wieder dieselben Gesichter. Schmeckt's dir? Es ist sehr gut. Was sagt ihr zum Spiel von gestern Abend? Ja, kann ja dem Schimmi mal sagen. Er hat ja zugucken können. Müssen. Dürfen. Ja, ich muss sagen, wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Ne? Im ersten Drittel 5-0 geführt. Also, ein bisschen lauter, Entschuldigung. Ja, im ersten Drittel 5-0 geführt, das sagt eigentlich schon viel aus. Hätten vielleicht im zweiten und dritten Drittel noch ein bisschen ja, da anknüpfen können, wo wir im ersten Drittel aufgehört haben, aber ja, ansonsten ganz gut. Wichtig sind 3 Punkte am Ende. Schimmi ist nie zufrieden. Okay, mach mal weiter hier, Schimmi. Mach weiter. Ich muss mal essen. Schimmi, mach ganz kurz weiter, bitte. Ja. Schimmi, wie geht's deinem Kind? Die kennen ja euch ja alle privat, oder wie? Daniel. Ja, ich sag ja, Krefeld ist eine kleine Stadt, ne? Warum? Was ist mit dem Kind? Geht's dem, gut? Ja, dem geht's gut. Der, ja, das ist ein kleiner, das ist ein Rabauke. Wie sag alt? Ich mal so. Der ist jetzt 16 Monate. Wie heißt er? Lenny. Schöne Grüße an Lenny. Der guckt bestimmt auch zu gerade. Ne? Frau heißt? Nancy. Nancy, schöne Grüße von Magenta Sport. Boah, da wird sie sich freuen. Da wird sie sich, glaube ich, schon freuen. Oh ja. Was haben wir denn noch hier? Wie funktioniert das hier mit dem Finger nach oben, ne? Aha. Weil da ist eine Kamera. Das heißt, du musst immer von unten nach oben schieben, weil sonst ist der Finger im Weg, weißt du? Guck mal hier. Manu Schettino, welchen Promi sieht Schimmi eigentlich ähnlich? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, gar keinen. Pass auf. Das ist eine gute Frage an Herrn Pietta. Welchen Promi schaut Herr Schimanski ähnlich? Wie schaut er ähnlich? Ja, ist egal, mach, sag. Sag doch bitte. Nein, wir haben in der Vorbereitung auf dem Weg nach, nach Dresden haben wir einen Film im Bus geguckt. Ja. Ich weiß nicht, ob du Wo ist Fred kennst. Wo ist Fred? Fred. Der ist der. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Auf jeden Fall zu der Zeit saß Schimmi halt mit seinem Bein zu Hause und war auch, ich hatte ihn abgeholt. Ach, das ist der Film mit dem Basketball. Ja, aber der ist witzig. Wie heißt der denn? Ist das mit Schweighöfer? Till Schweiger. Till Schweiger. Genau. Genau. Also, du schaust aus wie? Fred. Ja, wie Fred. Also sagt wie Till Schweiger. Ich weiß nicht, ist das Till Schweiger? Ja. Ja, der Fred ist der Till Schweiger gewesen. Ich sag einfach Till Schweiger. Ja. Okay. Schmeckt's euch? Warte, wir müssen das kurz aufnehmen. Überragend. Schaut's mal her. Oh, klasse. Schönes Bild. Wunderbar. Und ihr haut euch jetzt da rein, die. Ihr habt einfach nur 2 Currywurst anstatt einer, oder? Ja. Die doppelte, sozusagen. Das ist ja auch, muss man dazu sagen. Ne, hier, Kohlenhydrate, gute Fette und Eiweiß. Mehr brauchen Sportler nicht. Nein. Nee, stimmt. Punkt.
Ja, weiter geht's mit den Fragen. Also die Fragen sind heute, es gab noch, glaube ich, noch nie so viele Fragen wie bei euch zwei. Na, kannst mal sehen. Ich glaube, es liegt nicht an mir. Ja, an der Currywurst. Wie findet ihr es, wenn am Sonntag in Köln viele Krefelder mit dem Schiff kommen und euch anfeuern? Simon Hofetitz. Kennst du den Simon auch, Hofetitz? Nee, sagt mir jetzt nichts. Aber Du kennst eigentlich alle, oder? Ja, vom Sehen vielleicht. Also alle Namen kenne ich jetzt auch nicht. Aber ja, ich finde es gut. Mhm. Generell, wenn wir unterstützt werden, ob auswärts oder zu Hause. Wir fahren ja danach auch mit dem Schiff dann zurück nach Krefeld. Ah, okay. Mhm. Das wird dann auch wieder eine Gaudi. Und, mit den ganzen Fans sozusagen. Genau. Schimmi, bist du auch dabei beim Schiff? Ich bin quasi bei jeder Auswärtsfahrt dabei. Nein, also beim Schiff auf jeden Fall, klar. Wenn die Fans da... Ja. Schimmi könnte eigentlich mit dem Schiff schon hinfahren. Ja, das ist aber keine gute Idee. Also das warum? Das ist wirklich keine gute Idee. Aber vielleicht wollen die Fans, dass du mit dem Schiff mitfährst. Ganz bestimmt wollen die. Können wir mal eine Umfrage starten. Könnten wir Umfrage starten? Starte doch die Frage. Jetzt ist deine Bühne. Hier und frei. Ich gehe aus dem Bild. Soll der Schimmi am Sonntag mit den Fans schon nach Köln auf dem Schiff fahren und uns unterstützen? Ja oder nein? Ja, das sollen jetzt die Fans entscheiden. Ich finde es immer klasse, wenn man die Fans interaktiv mit einbaut. Ja. Und es, oder? Weil sowas bindet ein Team noch enger zusammen mit den Fans. Und wie sollen die Fans jetzt abstimmen dann am besten? Das müssen wir uns noch überlegen. Vielleicht machen wir bei Instagram eine Umfrage oder so. Ja, das wäre eine gute Aktion, bei Instagram. Und wenn quasi mehr als 50% sagen ja, dann muss der Schimmi aufs Schiff. Mhm. Wenn er dann darf, natürlich von Trainern. Genau, das muss natürlich von ganz oben muss das erstmal genehmigt werden, weil vorher kommt man da in Teufelsküche und das wollen wir nicht. So, weiter geht's. Habt ihr denn, das mache ich ja immer sehr, sehr gerne, kennt ihr Facebook Live? Nö. No. Also ich habe schon mal gesehen, wenn du das... Nein, aber hast du schon mal selber gemacht? Nein. Du, Schimmi? Mm-mm. Der Gimbal manchmal, schau her, links ist bei dem rechts. Auf jeden Fall, jetzt kommt sie mal näher zu mir. Also wir müssen jetzt alle in ein Bild. Jetzt kann man da unten da drauf drücken. Jetzt schau her, was passiert? Ach das. Babys. Siehst du? Mhm. Aber ich wollte es eigentlich... Ich dachte, das ist ein Pinguin. Shit. Schau, und genau das ist eben das. Jetzt bin ich raus. Wo war das jetzt? Na, ich habe vorhin einen Pinguin. Es ist. Oh mein Gott. Warte. Auf jeden Fall gibt es einen Pinguin und der Pinguin. Was ist denn jetzt für. Oh. Naja, okay, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Normal, was ist denn? schau mal hin, ich mach nix. Was ist denn jetzt? Es geht von selber. Hallo, es ist nicht nur... Jungs, das gehört nicht zur Show. Warte mal. Oh Gott. Okay, also es gibt nur technische Probleme und ich bekomme es gerade nicht weg. Auf jeden Fall muss man auf X. Babys! Okay. Entschuldigung. Auch an meinen Chef, der schaut gerade zu und war nicht geplant. Die letzte Kühlbox. So, die letzte Kühlbox. Komm, ich halt mal fest, dann kannst du deine, sonst wird er kalt. Ja, aber ich finde es stark mit die. Wir haben jetzt noch. Oh! Noch 5 Minuten, dann ist Schluss. Was sagt ihr zu Leon Dreiseitel, Michael Scheithauer? Also, magst du halten, weil dann kann ich schon was essen. Danke. Lass es dir schmecken. Danke. Wo war jetzt? Michael. Das habe ich so reden müssen. Michael, Leon Dreiseitel, einfach super. Überragend. Ne? Dass ein Deutscher die Liga da drüben so rockt, ist einfach unglaublich. Und die 43 Punkte in 21 Spielen, also wow. Hut ab. Was sagt der Daniel dazu? Wie kriegt man das hier rüber? Ich komm. Musst du drehen? Ja, sehr guter Spieler. Macht Spaß, ihm zuzugucken. Und wie Schimmi gesagt hat, die NHL so zu rocken, ist schon geil.
Wollt ihr noch aktiv mitmachen mit Fragen? Wir? Ja. Guck mal, ich hab schon der Wemmers. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Ja, wobei, da weißt du, das habe ich dann nur dir zu verdanken immer. Die Fans freuen sich. Warte, stopp. Wir haben eine Live-Frage. Ach, ohne Kamera. Dann okay. Nur mit Ton dann. Was wollen Sie die Jungs fragen? Nein, wir wollen nur fragen, ob Sie gestern Fotos mit denen fragen. Ja klar können Sie natürlich. Mit denen ja Fotos machen. Daniel Pieter, Martin Szymański. Die absoluten zwei Top-Spieler der Krefeld Pinguine. Ja, oder? Hast du gesagt. Ja, aber das kann ja ich sagen. Ja, du. Oder, Jimmy? Du bist ja auch Experte. Du kannst. Ja, sozusagen. Okay, ihr wisst ja, dass... Warte. Also, Fans da draußen, ihr seid der Wahnsinn. Was ihr da abfeuert an Fragen, wir kommen gar nicht hinterher. Weil wir müssen jetzt schon wieder eigentlich Schluss machen. Eine Frage vielleicht noch an beide. Von Christo. Kennst du Christo auch? Weil du kennst ja anscheinend jeden. Ach, du schaust das Bild immer an. Ja. Kennst du ihn auch? Das gibt's doch nicht. Okay, also Chris fragt, bester Mitspieler, den ihr je hattet, außer euch selber. Ich hatte viele gute Mitspieler. Maller natürlich, aber auch Kevin Clark, Herbert Versiegnis, einen. Boris Blank. Einen. Einen zu nennen ist unfair, deswegen. Wir haben leider nie zusammengespielt. Auch in Duisburg bei der Nationalmannschaft. Den musste ich. Aber du hast ja auch nicht mit mir in einer Nein, nein, es war ja nur Spaß, bist du larisch. Ja. Also ein Namen, schnell. 3, 2, 1. Maller. Wer ist Maller? Marcel Müller. Marcel Müller, okay. Ach, mich fragst du dann auch noch? Ja. 3, 2, 1. Mark Vokes. Mark Vokes? Ja. Sehr gut. Okay, das war's. Also, Schatz, wir kommen da gar nicht. Wir kommen nicht hinterher. Wir haben noch Kühlbox Live geht jetzt zu Ende. Es war mega cool. Ich zeige auch nochmal die Damen, weil ihr habt auch einen super mega Job gemacht. Vielen lieben, einfach kurz winken. Dankeschön. Danke. Kühlbox Live bedeutet ja immer, ich nehme etwas mit aus der Kühlbox Live Episode, wo ich war. Sprich, heute war ich ja mit euch unterwegs und für einen guten Zweck versteigern wir das Ganze dann. Habt ihr vielleicht irgendwas für mich, was ich mitnehmen könnte, jetzt dann auf dem Weg wieder zurück, wenn ich nach München fliege? Ja. Wir haben uns überlegt, so einen leeren Currywurst-Teller schlecht zu versteigern. Ja, das ist echt schlecht. Der Jimmy hat nochmal in seinem Kleiderschrank ein bisschen begraben und hat. Jimmy, was bekomme ich? Also Krefeld ist ja die Samt- und Seidenstadt, ne? Samt- und Seidenstadt? Ja. Und okay. Dann haben wir was für dich. Eigentlich haben wir gedacht, dass du Donnerstag hier das Spiel kommentierst, dann hättest du das auch schön tragen können. Eine Krawatte von dem Krefeld-Pinguin. Da mit dem Pinguin unten drauf auch. Ach Gott, aber ich muss ja unparteiisch sein. Ja, das hättest du auch so einfach nicht tragen können. Ja gut, aber man kann sie auch tragen und klar, logisch, ja. Und sehr schön. Gebunden hat er sie auch schon. Gebunden hast du sie auch. Warte, ich tue jetzt gleich ran. Und? Weil das ein Geschenk von euch ist, dann muss ich das ja auch freundlicherweise. Okay, kommt da noch was? Ja. Okay. Und dann haben wir von unserer fantastischen Brauerei ein fantastisches Pilz für dich. Wow! Ein fantastisches Pilz. Richtig. Original von euch ausgesucht. Ja, Königshofer Brauerei übrigens. Und eine Original Krawatte. Klasse. Und die soll ich steht ja auch gut. Und die soll ich ja mal tragen beim Spiel, oder was? Ja, oder ein Karneval. Ist das eure Originale? Trägt ihr die? Nee, wir brauchen keine Krawatten mehr tragen. Also die haben wir einmal tragen müssen zur Sportler. Oder da wurden wir Mannschaft des Jahres, glaube ich. Ist aber auch schon lange her. Klasse. Mhm. Toll. Also. Super, sehr gut. Vielen lieben Dank, ich freue mich mega. Das muss halt natürlich noch alles unterschrieben werden von euch. Aber haben wir einen Stift habt dabei? Ihr, echt jetzt? Ja, habt ihr einen Stift? Bitte Stift her. Und ich habe natürlich auch was für euch mitgenommen. Weil, unterschreiben bitte. Jawohl.
Und ihr bekommt von mir, ich habe natürlich auch was dabei, eine Autogrammkarte von mir. Oh, super. Cool, oder? Na, da schreibe ich jetzt noch schon was drauf. Also. Kommt den Spinnen. Für. Ich schreibe jetzt bei dir. Für den Bürgermeister aus Krefeld. Achso, da muss ja dein Name auch noch hinschreiben, gell? Daniel Pieter. Einmal für dich. Freust du dich? Vielen Dank, super, ja. Toll, hab oder? Ich ja gerade gesagt, die kommt in den Spind bei mir und... Ein bisschen höher, genau. Toll. Ja, die kommt und, jetzt bei mir in den Spind und... Und ich habe noch eine für Schimmi. Ja. Was soll ich beim Schimmi schreiben? Für Handwerker, keine Ahnung. Genau. Oh, meine Kurve ist noch nicht alle hier. Für den besten Handwerker Krefelds. Schimmi, ich hoffe, diese Karte bekommt einen Ehrenplatz. Schau her. Super, feierlich überreicht. Vielen Dank. Cool. Und ihr unterschreibt noch bitte auf meiner Krawatte, dann haben wir das auch. Seid ihr dann mal fertig? Und Herr Pieter, selbstverständlich auch einmal unterschreiben. Klasse. Und auf dem Bierchen auch noch. Super. Also, dann kommen alle nochmal zusammen, als ob wir Freunde wären. das war Kühlbox Live Episode, ja, Nummer, schon ein paar haben wir schon. Live aus Krefeld mit Daniel Pieter einmal und Martin Schemeinski hier drüben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß, viel Glück und natürlich auch, dass da morgen bei der Versammlung was Positives rauskommt. Wir drücken die Daumen und ja. Dankeschön. Dankeschön. Eure berühmten letzten Worte. Ja, hat Spaß Ciao. Gemacht. Ciao for now. Ciao for now. Genau, dann sagen wir es jetzt bei 3. 1, 2, 3. Ciao for now. Now.